Wir freuen uns jetzt auf eine Frau, auf die die Fans 3 Jahre lang warten mussten, weil so lange hatte sie sich zurückgezogen. Wir dachten eigentlich, sie will ihr Bergdorf in der Schweiz am Ende überhaupt nie mehr verlassen. Aber jetzt zu ihrem 30. ist erst 30. Geburtstag erzählt sie uns, wie es ihr ergangen ist in den letzten 3 Jahren und womit sie uns jetzt als nächstes überrascht. Freuen Sie sich auf Stefanie Heinzmann. Ist hier noch mal interessant, im Anschluss an Herrn Fehler zu hören, hast du in irgendeiner Form Verbindungen mit, du bist ja aus einem kleinen Dorf in der Schweiz, hast du eine gute Verbindung zu Pflanzen? Weißt du noch, wie die heißen? Ist das ein das ist schon ein bisschen... also ich bin nicht wirklich gut darin, sagen wir es mal so, aber meine Mutter, die hat den grünsten Daumen, den ich überhaupt jemals in meinem Leben gesehen habe. Bei der wächst alles im Garten. Das ist der Wahnsinn. Und kannst du dir vorstellen, irgendwann mal, wenn du in dem richtigen Alter bist dafür interessiert man sich ja jetzt nicht so allzu früh, dass du auch mal so einen Garten hast und dich richtig kümmerst um die Dinge? Ich glaube, dass das was total Schönes ist, ehrlich gesagt. Also jetzt gerade ist es schwierig, ich bin so viel unterwegs, bei mir zu Hause geht alles ein. Das ist irgendwie, also außer Mama kümmert sich darum, natürlich. Aber ich glaube, dass es... haben wir übrigens auch viel gehört. Der läuft immer weiter, der Efeu. Aber um den muss man sich ja nicht kümmern, deswegen, ne, der kommt ja einfach so. Nee, aber ich glaube auch, dass das schon was ist, was man irgendwann mal, also was ich irgendwann mal haben möchte. Was ist deine Lieblingsblume? Es gibt ja ein weit verbreitetes Gerücht, dass Frauen rote Rosen schön finden. Ich persönlich finde, dass rote Rosen das Schlimmste auf der ganzen Welt sind. Warum das Schlimmste? Das Schlimmste? Warum? Und das Spießigste. Warum? Rote Rosen. Ja, weil dein Sohn dagegen pinkelt. Nein, eine rote Rose ist doch, das ist doch eine Bankrotterklärung, wenn einem ein Mann eine rote Rose schenkt. Nein, das ist schon einfach. Aber hallo, es kommt aufs Wie an. Sag doch du mal was. Eine rote Rose. Ja, was willst du? Nee, es gibt richtig schöne und es gibt die vom Flughafen. Da musst du mal mit deinem Mann drüber sprechen. Richtig, ich glaube, die Einstellung dahinter zählt. Du kennst von deinem Mann nur die vom Flughafen. Nee. Von der Tanke. Die Blumen von der Tanke. Ja. Was sagst du, was ist deine Lieblingsblume? Ich weiß es nicht. Was ist denn immer? Also ich würde jetzt so... Meine Lieblingsblume wäre wahrscheinlich die Sonnenblume. Ich finde die großartig. Das sind wunderschöne Blumen. Aber ich finde, gerade in den Alpen, da gibt es sie nicht so, aber in den Alpen so diese Wiesenblumen. Also als Kind habe ich die so gerne gepflückt und diese Sträuße Mama nach Hause gebracht. Die fand ich großartig, so bunt wie möglich. Finde ich auch. Es muss immer selbst gepflückt aussehen. Ja. Du hast, glaube ich, das haben wir, als wir uns letztes Mal getroffen haben, hast du mir das erzählt, ein großes Faible für Glücksbringer. Ja. Und die begleiten dich immer in irgendeiner Form. Mhm. Hast du einen aktuellen Glücksbringer, der dich... Also ich habe ja extra für euch meinen Esel mitgebracht. Mhm. Der ist tatsächlich immer dabei. Den habe ich sonst jetzt nicht gerade wirklich immer an Mann. Der ist meistens in meinem Koffer. Aber Emil ist tatsächlich, seitdem ich 14 bin, ist er einfach in meiner Nähe. Und ich weiß nicht, warum ich so sehr daran hänge. Aber ich mag das gern, dass der irgendwo ist. Der ist zum Beispiel auch immer auf der Bühne. Aber macht man sich nicht wahnsinnig abhängig von so einem Esel? Also, im Sinne von, ich hätte tierisch Schiss, dass ich den Esel Emil mal vergesse und dann liegt er zu Hause und dann kann ich nicht auftreten. So schlimm ist es nicht. Also, wenn ich den zu Hause vergesse, dann ist es nicht schlimm. Aber es ist tatsächlich auch so... Du kannst ihn ja nicht verlieren. Das haben wir ja gerade Genau, man kann ihn ja nicht verlieren. Ganz gut, du war ja mal da. Es ist tatsächlich einfach auch so zum Reisen ein total angenehmes Reisekissen und es ist halt irgendwie, der ist so angenehm. Es war wahnsinnig süß. Es gibt ja die Berichte von Eltern, die Stofftiere ihre Kinder, wenn sie verlieren, dann nachkaufen und dann kaputt trampeln, mit Dreck im Boden wälzen und ganz oft schleudern und waschen und trocknen, damit sie ähnlich verrottet sind, dass sie wieder sozusagen aussehen wie der alte Gute. Aber du, ich sehe, das ist ein einmaliges Exemplar und Gute. Hat der dich begleitet damals bei Stefan Raab? Ja, genau. Ich glaube einfach, der hat so viel mit mir mitgemacht, gerade damals, dass ich jetzt irgendwie nicht darauf verzichten kann. Ich mag das, den dabei zu haben. Kann ich gut verstehen. Ich finde es süß. Emil. Emil. Emil ist dabei heute. Siehst du, darf hier unterm Stuhl liegen und ist die ganze Zeit irgendwie auch bei nett, dir. Oder? Ist doch ganz nett. Also ich muss ehrlich gestehen, sonst hätte ich den jetzt, glaube ich, nicht mitgenommen und unter den Stuhl gelegt.
Aber ich wusste, dass es ein Thema wird. Deswegen. Waren bei den Toten Hosen auf der Bühne auch Stofftiere so? Ja, also, ich kenne das. Also ich habe früher immer einen Schlagstock mit dabei gehabt. Der war immer in der Bass drum. Damit habe ich mich auch besser gefühlt. Jeder hat so sein. Ja. Jeder hat so seine Sache. Du hast eine Wahnsinnskarriere gemacht nach einer Castingshow, was tatsächlich nicht. Am Anfang wurde mal so ein bisschen propagiert, als wäre das total normal. Du gewinnst irgendwo und dann machst du einen Durchmarsch. Mhm. Wir haben jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, ist es nicht der Fall. Die meisten verschwinden eigentlich nach ein paar Monaten oder Wochen. Du hast es irgendwie so lange geschafft, so erfolgreich geschafft. Was glaubst du, war der Grund, warum du immer noch da bist? Also es ist für mich genauso überraschend wie für alle anderen. Ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Als ich mit 18 diese Castingshow gewonnen habe, habe ich meine Schulbücher noch mitgeschleppt und dachte, habe meinen Eltern gesagt, das wird nichts. Also Leute, das ist alles toll jetzt, aber das wird schnell vorbeigehen. Ich glaube, dass es ganz viele Sachen sind. Auf der einen Seite hat mein Bruder von Anfang an mein Management gemacht. Das heißt, ich hatte immer Familie auch dabei. Jemand, der immer an mich geglaubt hat. Hatte dann von Anfang an eine Band, die jetzt seit 11 Jahren an meiner Seite ist. Meine Familie, die mich immer unterstützt. Ich hatte irgendwie immer ein gutes Team um mich herum. Und ich glaube, da gehört dann aber auch einfach noch eine ordentliche Portion Glück dazu. Mhm. Ich glaube, jetzt gehst du wieder mit richtig viel Freude an die Sache, die dir ein bisschen abhanden gekommen ist, oder? Ja, ich habe das mit 18 gewonnen und dann, ab dann hinterfragt man ja nichts mehr. Ne? Der Kalender ist plötzlich einfach voll. Gestern war ich in der Schule, heute auf der Bühne und plötzlich ist man einfach im Hotel und jeden Tag in einer anderen Stadt und hinterfragt das nicht. Und ich habe irgendwann mit 27 tatsächlich... habe ich gerade mein Album rausgebracht und man ist dann ja in so einem Zyklus. Ne? Promo-Tour, Festival-Tour, Tour, dann fängt man wieder an zu schreiben, Studio. Das geht ja immer von einem Zyklus in den nächsten. Und meine beste Freundin hat mich gefragt, ich habe ihr gesagt, dass ich jetzt wieder gehe und 2 Wochen weg bin. Und sie hat mich gefragt, warum ich jetzt schon wieder gehe. Und meinte ich so, ja na, das neue Album muss halt irgendwie jetzt auch geschrieben werden. Zack, wieder. Zack, zack, ja. Und dann hat die mich gefragt, ja und das geht jetzt für immer so weiter oder was? Ja. Und das war so wie eine Ohrfeige für mich. Und mir wurde plötzlich bewusst so, abgefahren, ich bin wahnsinnig müde und stimmt. Also, geht nichts eigentlich. Was gibt's denn sonst noch? Also wenn man mich vor 3 Jahren gefragt hätte, was für ein Hobby hast du denn? Hätte ich gesagt, schlafen. Mhm. Also ich habe nichts gemacht sonst. Und das hat mich erschrocken. Ich war dann echt auch so dünnhäutig und nicht ich selbst. Und deswegen habe ich dann eine Pause gemacht. So, und aus dieser Pause bist du aber zurückgekehrt mit einem super Song. Und genau den wollen wir jetzt hören. Uhu. Bist du bereit? Ja. Okay, dann freuen wir uns jetzt auf Stefanie Heinzmann mit ihrem Song Mother's Heart. Dazu kommen noch 2 junge Männer mit Gitarren. Ja. Sehr gut. Stört dich das, wenn ich mich hier hinsetze? Nein, sollen wir den Emil zwischen uns holen? Nee, das ist völlig okay. Also die Zeiten sind vorbei, dass es krankhaft war. Ich bin ready, glaube ich, ja. Sehr gut. I see on the magazines, will the world think I'm pretty? If I dress like this, walk like that, see myself in the mirror. I remember how I stole my mother's makeup, tried to look all grown up. What are you doing? She said, what are you doing? Trying to cover up my freckles, wanna look just like the others. What are you doing? She said, truth is, you're perfect, you're worth it. Don't go break your mother's heart. You're perfect, you're worth it. Don't go break your mother's heart. We are designed like this. You are the greatest gift. You're perfect, you're worth it. Don't go break your mother's heart. If I have a daughter, I sit her down and say, don't ever let them change you. Don't ever fade away.
Mann. Ein großartiger Song von Stefanie Heinze, die zu Hause Stiffel genannt wird und genau, im Wallis groß geworden ist. Und ja. Im Wallis, und zwar in einem schattigen Dorf, wo die Sonne nie hinkam. Und nie trotzdem, ist übertrieben. Selten. Es war zwischen zwei Bergen und die Sonne musste schon am See. So, und da spricht man natürlich eine schattige Sprache. Ja. Und wir haben ein paar Walliser Worte. Und jetzt frage ich mal hier in die Runde, was mag das sein? Kannst du es mal versuchen auszusprechen? Ja. Ich möchte es jetzt schon auch gerne das hören. Besser wäre es, wenn du es aussprechen würdest. Das ist die Butte Chifra. Die Butte Chifra. Die Butte Chifra. Was mag das sein? Lang, lang? Das ist gemein. Looks pretty sexy a word, actually. It's a very sexy word, yes. Yeah. And it means verdammt sexy. Es heißt Büstenhalter. Genau. Sein BH. You actually had it. Anne Frier, Annette Frier, Sie sind Mutter. Wie würde man das aussprechen? Ein Gator. Ihre Kinder sind oft da drauf. Und der Gator? Ja. Ja. Und der Gator? Ja, auf der Schaukel. Auf der Schaukel. Natürlich, wollte ich gerade sagen. Aber Achtung. Durch nichts wir wollen nicht mehr Alkohol trinken in der Schwangerschaft. Das will ich auch gar nicht ironisieren. Das ist nicht, aber dieses Wort hat was damit zu tun. Es ist Laufe. Nämlich? Milch. Trinken. Nichts mehr alkoholisches Trinken in der... So, Mama, dann brauchen wir noch hier, guck mal hier. Das ist immer leer bei Schauspielern, die noch keine große Gage haben. Der Frigor. Der Kühlschrank. Der Frigor. Das ist das erste Wort, was ich herlasse. Ja. Und noch ein letztes, was machen wir noch hier? Ach, guck mal hier, da sind wir noch mal bei was Schönem. Also, erstmal spricht es aus. Der Triebel. Frau. Frau Dings. Die Herde. Fast, also nicht... Die Herde. Jetzt habe ich das deutsche Wort vergessen. Weintrauben. Es sind die Weintrauben. Okay. Also der Herde. Es ist eine Sprache, das will ich zum Schluss noch festhalten, eine wunderschöne Sprache, aber die selbst in der Schweiz, die Schweizer können sie kaum verstehen. Ja, viele Schweizer haben Mühe damit. Es ist wirklich eine sehr, sehr harte Sprache. Aber sie ist sehr beliebt. Also wenn Leute in der Schweiz... Außerhalb dem Wallis die Sprache hören, freuen die sich immer. Ihr persönliches Lieblingswort? Pfiffoltra. Heißt? Schmetterling. Pfiffoltra. Sie können immer wieder kommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank, Stefanie Heinzmann.